Servus die Malen und grüß euch die Burm. Ja, ich bin wieder mal unterwegs. Minimalausrüstung. Wir haben zwar Hochwasser an der Donau, aber hier war nicht gesperrt und ich möchte ein bisschen neben den Nebenarm wieder mal herumstreunen. Mal schauen, ob irgendwelche Tiere vor die Linse bekommen oder nicht. Na dann schauen wir sich das einmal an. Gehen wir. Ja, wie man hier schon schön sehen kann, Wasser schön hoch. Haben hier einen Stand von 1,30 Meter, da war es letzte Mal noch fast gar nichts. Ja, es fängt auch leicht an zu regnen. Ja, und ich möchte ein bisschen in den dichteren Wald wieder durchschauen. Naja, schauen wir mal. Ja, so wie es ausschaut, hat da wer was gebaut. Zumindest angefangen. Wirklich herrlich. Und heute mal absolut ruhig. Super. Ja, hier habe ich auch gesehen, wurde von den Wildschweinen schon ganz schön umgegraben. Ja, die dürften auch unterwegs sein hier. Na klar. Ja, Freunde, und hier kommen schon die ersten Schneeglöckchen durch, gigantisch. Ja, bei so viel Wasser wäre es hier natürlich super zu paddeln. Herrlich. Ja, wieder mal schön so durch den Dschungel zu gehen. Und ja, hier liegt natürlich auch einiges. Das ist ganz klar, dass etliches gefallen ist. Aber bei uns war nicht so der extreme Wind. Überall anders. Aber ja, ich fühle mich hier recht sicher. Kenne mich hier auch ziemlich gut aus. Und wie gesagt, bei uns war jetzt nicht so ein extremer Sturm. Ja, und hier liegt einmal einer. Aber so wie das ausschaut, ist die Bruchstelle auch schon ein bisschen älter. Aber der ist hier ganz schön heruntergekracht. Also da möchte ich nicht unbedingt in der Nähe sein, wenn der runterkommt. Keine Tiere zu sehen oder zu hören, außer die Blechvögel. Ja, wir haben so circa 2 Grad plus. Ja, wenn es vielleicht noch kälter wäre, würde es vielleicht schneien statt den Nieseln. Aber ja, weiter. Ah, ich bin jetzt eigentlich schon lang durch den Wald gestapft. Ich glaube, ich werde mir hier mal ein kleines Käfchen genehmigen. Ja, heute geht es quasi nur ein schnelles Käfchen. Ich habe heute auch die Bialetti nicht dabei. Habe heute Minimalausrüstung. Nescafé Cappuccino. Feuerzeug. Dann werden wir heute das Ganze mal mit einem neuen Kocher machen.
Ja, was haben wir heute dabei? Ich habe meinen Bioethanol dabei und meinen kleinen Doxbrenner, den stelle ich euch noch separat vor. Und von meinem Evernew Botstand verwende ich den Oberteil als Windschutz. Und da passt ja wunderbar das Evernew Topfkreuz drauf. Und somit kann ich hier sehr schön mein Käfchen machen. Bioethanol, was ich immer verwende. So, da. Jetzt zünden wir mal den Dux. Ja. Und der brennt auch schon. Und bei dem fangen auch relativ flott die Jets zum Zünden an. Also keine 3-4 Sekunden. Ihr seht, der ist schon da. So. Ja, Freunde, und da geht die Post ab. Das brodelt schon. Sehr gut. Ja, wie löscht man den jetzt? Ganz einfach. Ich gehe jetzt einfach her, stelle das herunter, stelle kurz den Topf drauf und somit löscht eigentlich der Brenner ab. Und das war's. Ja, Freunde, mein Käfchen ist einmal wieder soweit. Und in dem Sinn, meinen herzlichen Gruß wieder an alle. Prost! Ja, es wird schön langsam kühl. Spürt man auch beim Stehen. Gut, es sind auch nur, im Augenblick haben wir nur mehr 2 Grad. Es wird kühler und es ist auch schon 15.30 Uhr. Ja, ich werde jetzt gemütlich hier noch mein Käfchen schlürfen und dann noch ein bisschen zum Wasser runterschauen und dann schön langsam den Rückzug wieder antreten. Hammer, Freunde, Hammer. Ja, Freunde, ihr wisst ja, Käfchen ist für mich die pure Kraft wie für der Spinat für den Poppe. Okay, passt wieder. Kann schon vor lauter Kraft nicht mehr gehen. So, aber jetzt trinke ich noch aus, pack mal alles zusammen und dann geht's heimwärts. Ja, jetzt werde ich euch zeigen, wie man das in diese kleine Öffnung wieder zurückbringt. Das geht wirklich relativ einfach. Also da braucht man keine Sorgen machen. Das geht wirklich super schön zurückzuleeren. So, aber jetzt packen wir zusammen, mir wird kalt. Ja. In dem Sinn, gehen wir. Ja, Freunde, das war's wieder mal von der Tour. Ich bin fast wieder am Auto, noch ein paar Meter und ich bin wieder da. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar schöne Bilder einfangen. Tiere haben wir leider keine gesehen, aber jo, watch out. In dem Sinn, danke, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Maul und pfiat euch die Burm.